Einen wunderschönen guten Morgen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Silvia und ich fahre leidenschaftlich gern E-Bike. Auf meinem Kanal findet ihr Touren in Deutschland, im Ausland. Schaut euch einfach mal um. Und für alle, die mich kennen, hallo zurück. Ich stehe auf einem Parkplatz in Hattingen und zwar an der Henrichshütte. Henrichshütte ist ein Industriemuseum und hat, glaube ich, täglich geöffnet, außer montags von 10 bis 18 Uhr. Mit Sicherheit sehr interessant. Da habt ihr sie, da ist der Eingang. Es ist auch schon ganz schön was los hier. Die Tour heute geht von Ruhr zu Ruhr. Das ist eine Tour von vielen aus dem Radrevier Ruhr. Das heißt, wir starten an der Ruhr und wir enden an der Ruhr. Und dazwischen gibt es ganz viel Natur, Kultur und Industrie. Ganz nach dem Motto des Ruhrgebietes halt, ne? Ja, ich freue mich, ich bin gespannt. Ein Teil bin ich ja schon gefahren, glaube ich zumindest, auf dem Ruhrtalradweg noch mit Ralf. Auch er fährt heute wieder mit. Eigentlich fährt er immer mit, im Geist und im Herzen. Okay, wir starten. In 70 Metern an der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Werkstraße. Guck mal, hier seht ihr schon einen Teil der Henrichshütte. In 40 Metern leicht rechts abbiegen auf Werkstraße, danach in 110 Metern leicht links abbiegen auf Werkstraße. So, und oh Wunder, ich bin gerade mal 500 Meter gefahren, sind wir schon an der Ruhr. Na, wo kommst du denn her? Folge dem Weg 850 Meter. Wir müssen jetzt einmal die Seite wechseln. Jetzt rechts halten, danach in 60 Metern rechts abbiegen auf Hüttenstraße. Oh, Mut, ey. Immer dazwischen quatschen. Na, wir fahren Richtung Chemnader See. Und da sieht man mal, wie hügelig das Ruhrgebiet ist. Na, guck mal. Quasi Fahrradautobahn, ne? Folge dem Weg 750 Meter. An dieser Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Borkhauser Straße. Mhm, leider mit mir alle. Da habe ich jetzt eine Chance, kleine Pause machen und wegfahren lassen. Na, guck mal. Und genau das mache ich jetzt auch. Und auf dieser Bank haben wir schon, ich glaube, 2020 gesessen und eine kleine Pause gemacht. Und ich lasse die Truppe jetzt einfach weiterfahren. Es sind gerade sehr viele Radreisende unterwegs, die den Ruhrradweg fahren. Ich bin gerade schon wieder 20 auf einen Haufen entgegengekommen. Aber er ist ja auch schön. Ich war ja damals auch total begeistert. Zumal es meine erste Radreise war. Na, guck mal, hier hat man noch einen wunderschönen Blick auf die hier sehr breite Ruhr, weil es ist nämlich der Chemnader See. Und da vorne liegen zwei Schwäne. Mittendrin. Cool. Hier ist dann quasi das Freizeitgelände vom Chemnader See. Mit ganz viel Gastro. Sportmöglichkeiten. Ja, ihr seht, da gibt es Windsurfing, Stand-Up-Paddling, ich glaube Kanufahren.
Tretboot fahren, alles, was das Herz begehrt. Sehr schön. Ach ja, und ich glaube, man kann hier sogar Boot fahren. Jetzt links halten. Also gerade diese Strecke hier am Kemnader See, die ist so cool. Es gibt separate Spuren für Fußgänger, Inlineskater und Radfahrer. Finde ich schon cool. So, perfekter Pausenplatz gefunden. Da stören mich nur ein paar, wie hießen die, Nilgänse. Ja, sehr schön. So, jetzt gibt es das perfekte Radfahrerfrühstück. Halben Kaffee und eine Stulle. Meist 8 Uhr kann man Bötchen fahren. Und sah gerade so aus, als wollte sie hier anlegen. Ich glaube, hier war vielleicht auch, hier ist auch mal ein Fähranleger gewesen oder so. Gegenüber auch. Wir fahren jetzt auf der anderen Seite des Kemnader Sees ein Stückchen wieder zurück. Und dann geht's quasi am Zufluss der Ruhr zum Kemnader See weiter. Ja, das Meer lag ganz versteckt hinter Bäumen. Man hat es quasi nur gehört, bevor man es gesehen hat. Ich musste hier echt reinfahren, um da einen Blick drauf werfen zu können. So, hier einmal die komplette Länge des Wehres. Ich glaube, gleich kommt die Fähre. Wow. So, hier fahren wir jetzt mit der Fähre. Oh, kein Problem, alles gut. Auf der anderen Seite der Ruhr befindet sich das sogenannte Muttental. Führt jetzt direkt entlang einer stillgelegten Bahntrasse. So, und schon sind wir in einem weiteren Museum des Westfälischen Landesmuseums für Industriekultur. Und zwar an der Zeche Nachtigall. So, wir machen jetzt einen kleinen Abstecher zu Schloss Steinhausen und schauen uns die Skulpturen an. Wow! Echt beeindruckend. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Schloss Steinhausen und hier gibt es einen Skulpturenpark. Und den wollte ich mir jetzt einfach mal anschauen. Oh, wow, schöne Art, Kunst aus Simbabwe. Cool gemacht. Wahnsinn. Was für eine Detailgetreue. Hammermäßig, ey, guck mal. Schrauben, da ist alles drin. Ja, schon beeindruckend. Aber ich fahre jetzt weiter. Der Tag wird ja nicht länger. Übrigens, ne, könnt ihr da durchgucken. Ich muss das mal ranzoomen. Da vorne ist absolute Industrie. So. Zwischen den Bäumen, über den Autos. Ja, und wenn man dann in den Skulpturengarten reingeht,
Ja, macht er dann das hier. Und wenn man dann die Einfahrt reinfährt, hat man noch viel mehr Skulpturen. Man kann sie auch kauflich erwerben. Ich verlinke euch das unten. Echt wirklich schön. Und weiter geht's. Bye bye, Hippo. Ja, ich fand, das war jetzt ein Abstecher wert. Und weiter geht's auf dem Jahr-Ruhrtal-Radweg entlang einer stillgelegten Bahntrasse. Da stehen auch noch die ganzen Signalschilder, ne? Aber die Schienen selber sind zugewachsen. So, jetzt bewegen wir uns weg von der Ruhr. Jetzt geht's auf alten Bahntrassen weiter. Auf einer bin ich ja schon die ganze Zeit. Aber die Ruhr war halt noch da und jetzt bewegen wir uns langsam, aber sicher weg. Ja, ich glaube, sehen tut man sich auch nicht mehr. Das, was ihr da seht, sind einfach überflutete Wiesen. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber hat trotzdem geklappt. Boah, auf die Steigung war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Das war 20%. Wow. Ja, aber trotzdem geschafft. Aber mir kam jetzt der Pulk entgegen. Ja, zwischendurch fährt man immer so an diesen alten Bahnbrücken vorbei. Und mehr als alte Bahntrasse Witten habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht rausfinden können. Wir fahren jetzt Richtung Wetter. Und es geht irgendwie, ja, auch auf Asphalt weiter durchs Grüne. Und zwar ist das die Elbsche Talbahn. Nee, Elbstalbahn, so. Ja, hier hat die Silvia mal wieder ein bisschen umgeplant. Irgendwie kann ich ja nicht anders. Und es geht jetzt auf dem Waldweg weiter. Aber ist auch ein Radweg. Aber so dieses stumpfe Bahntrassenradeln ist auch nicht so meins. Da bin ich aber froh, dass ich von Slowenien noch ziemlich gut trainiert bin. Boah, hier geht's vielleicht hoch und runter. Mein Gott, wie schön ist das denn hier? Wow. Echt toll. Ja, aber ich glaube, ich muss hier gleich rechts rein, also gar nicht so viel Gas geben. Oder? Ja. Oh, das ist eine wunderschöne Strecke gerade. Einfach rollen lassen.
schön, der kühle Fahrtwind. Oh, das tut so richtig gut gerade. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Juhu! Ich kann gar nicht so laut schreien. Versagt meine Stimme. So. Moment, in 20 Metern. Hier dann. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Strecke jetzt so schön wird. So, neue Bahntrasse. Und zwar die alte Kohlenbahn. Ein Schotterweg, aber sehr schön zu fahren. Und wieder schön im Schattigen. Ach ja, übrigens, sieht man das? Mein Display ist hinüber. Bildstörung, zeigt keine Geschwindigkeit mehr an, keine Stufenunterstützung. Steht immer noch bei 100%, geht zwischendurch aus. Ich bin mal gespannt. Oh, mir ist was in den Helm geflogen. Bin mal gespannt, ob das auch noch auf die Gewährleistung geht. Ich will es hoffen. Also auch wenn man von der Ruhr weg ist, das Hinterland der Ruhr ist wunderschön. Es ist schön hügelig und bergig. Also die Aussicht ist manchmal echt grandios. Von Ruhr zu Ruhr kann ich empfehlen. Absolut. Ja, ich glaube, mein Akku spinnt jetzt völlig. Nicht mein Akku, ach Quatsch, mein Display. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Und das Rad dann wieder eingeschaltet. Da tat's das Display auf einmal wieder und dann waren da wieder Störungen. Und jetzt flippt das total aus, weil mein Akku auf Null steht, also im Display. Und an der Bedieneinheit habe ich gerade mal einen Balken verloren. Ja, ja. Ich hoffe, ich komme noch bis an mein Auto. Oh, eine Bahntrasse jagt hier die nächste. Jetzt bin ich auf der Glückauftrasse. Zieht sich ein bisschen zu, sieht ein bisschen nach Gewitter aus, ne? Jo, es fängt an zu regnen. Schon hat es wieder aufgehört zu regnen. Ja, genau, 3 Tropfen. Aber es geht hier richtig schön, richtig schön, wirklich durch Wald. Es ist schön kühl. Richtig angenehm. Und ich bin immer noch auf der Glückauftrasse. Das war aber jetzt ein wenig dämlich. Ich habe da hinten mal wieder über eine Treppe geplant, war auch noch ein Dienstweg. Und man konnte jetzt nicht sehen, wie ich anders auf diese Strecke komme. Aber hier ist sie ja. Ja, mein Display spinnt hier vollkommen, das flackert ohne Ende. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber ich denke, ich werde wohl wieder zurück zum Auto kommen, weil das Fahrrad hat keinerlei Beeinträchtigung dadurch. Es macht einen halt nur kirre, wenn da ständig irgendwas blinkt. Einem 0% angezeigt werden und der Werkstattschlüssel blinkt. So, und jetzt hier auf der rechten Seite die Treppen wollte ich runter. Ja, genau. Subi.
Ja, hier war jetzt doch ein Abschnitt gesperrt, aber anscheinend kommt man doch durch. Wir kommen auf jeden Fall Radfahrer entgegen. Das ist schon mal gut. Da ist eine Baustelle. Irgendwo. Gesperrt. No, no, no. Ist das ärgerlich? Oder komme ich da an die... War hier eine Brücke? Komme ich an der Seite weiter? Sieht so aus, ne? Ich habe gedacht, da wäre irgendwie eine Brücke abgerissen oder so. Vielleicht kommt hier eine hin. Okay. Jetzt muss ich mal eben auf die Karte gucken. Ey. Ach, Gott sei Dank. Aber ein ganz schön abenteuerlicher Weg hier gerade. Ganz schön anhalten, anhalten. Oh, das ist so schräg steil hier. Oh. Das habe ich von da gar nicht gesehen. Nee, da, boah, das geht nicht. Das geht ja um, weiß ich nicht, wie viel Grad, 90 Grad rechts runter. Es ist nicht steil, es ist schräg. Das Rad rutscht weg, genau. Mann, Mann, Mann. Seht ihr, genau so. Aber hier, guck mal. Hier ist wieder ein Weg. Hier kann ich wieder fahren. Oh, guck mal, die ist tatsächlich noch zu, die Straße. Na, cool. Okay. Oh, Leute, ich glaube, da vorne ist ein super Tunnel. Boah, hier kommt mir die Kälte schon draußen entgegen, ey. Boah, das wird bestimmt jetzt riesig kalt. Boah, ist das ein Temperatursturz. Meine Herren. Und wahrscheinlich sieht er jetzt gar nichts, ne? Obwohl beleuchtet ist. Ich habe die Sonnenbrille noch auf. Hier ist alles nass. Aber das ist sehr, sehr cool hier drin. Ist zwar nicht so lang. Ja, supi. Sehr schön. Ah. Und gleich trifft mich wieder der Hitzeschlag. Pass mal auf. Ja, es geht. Es geht. Oh, mein Display ist normal. Oh, wie schön. Ich bin absolut zufrieden mit dieser Runde. Also für nur mal so eine Samstagsrunde. Klasse, echt. So viel Natur. Das hat sich jetzt echt gelohnt. Ich meine, es geht zwar auf Bahntrassen lang, die manchmal ja schon ein bisschen öde sind, aber hier ist so viel Abwechslung rechts und links davon, dass das überhaupt nicht langweilig wird. Aber man ist hier nicht alleine unterwegs, ne? Also muss euch klar sein, wenn ihr nachfahrt. Sehr beliebt, diese Strecke. Ne? Ihr seht, Radfahrer, Walker, Jogger, sonstige Gymnastikmacher und vor allen Dingen Kühe. Jede Menge Kühe. Tada! Da sind wir wieder an der Ruhr. Das ging gerade ganz plötzlich und ganz schnell war ich wieder da. Ja, super schön. Die hat ja aber echt eine gute Fließgeschwindigkeit. Oh mein Gott. Da vorne kommen Kanuten. Und da ist mal wieder so eine tolle
Schranke, aber das ist für, glaube ich, die Tiere. Ich muss mal eben die Kamera wegnehmen. Ja, genau. Genau deswegen, dafür waren die Gatter. Kühe, freilaufend. Ich bin ja froh, dass sie nicht auf dem Weg liegen, sondern ganz brav auf dem Rasen. Hallo, Ladies. Hallo, Mister. Na, der ist aber auch entspannt. So, jetzt kommt das Gebiet, was ich nur allzu gut kenne. Hier stehen natürlich mal wieder massig Leute. Von hier gibt's schon ein Video, ganz ohne Ton. Da hat nämlich das Mikro versagt. Ich finde es wunderschön hier. So, und hier sind wir an der Birschelmühle. Das war unser Hotel damals. Und auf der linken Seite der beste Italiener ever. Der Mario. Also den empfehle ich absolut wärmstens. Es hat damals bei der Flut sehr gelitten, lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Ne? Saltimbocca. Ich sag nur Saltimbocca. Okay. Das sind die letzten 2 Kilometer. Ja, da hat er die Birschelmühle von der anderen Seite. Und es gibt noch mal ein bisschen Ruhe. So, ganz klein, ganz fein, hier geht's rein. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir heute Morgen rausgekommen sind. Und wer hätte es gedacht, durch dieses dämliche Ding darf ich wieder durch. Ist ein bisschen eng für mich. Ich komme hier nicht in einem rum. Bleibe ich safe hängen. So, einmal. Ist doch eine Schikane hier. Zweimal. Ach ja, guck mal, da steht er. Mein Paulchen. Ja, da sind wir wieder. Ja, jetzt hat es zum Schluss gerade noch angefangen zu regnen. Dann musste ich mich ein bisschen ins Auto setzen für meine Schluss- und Abschiedsworte. Das war die Tour von Ruhr zu Ruhr. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand sie toll. Ne, für so einen Samstagsausflug, ne, für Familien machbar, super klasse zu fahren, sehr einfach zu fahren. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ne? Ihr wisst, abonnieren hilft mir sehr weiter und kostet euch nichts. Ne? Support ist kein Mord. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber mit Sicherheit wieder eine Tour durchs Ruhrgebiet. Bietet sich gerade so an. Ne? Ciao, macht's gut.